Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute mal mit einer anderen Kamera, weil ich einen Akku vergessen habe. Und ich bin gerade über die Rhein-Knie-Brücke gefahren und habe da erstmal gesehen, wie krass wieder das Hochwasser ist. Der Rhein hat Hochwasser. Und ey, was das für Wassermassen sind. Also jeder, der nicht am Fluss wohnt, kann sich das, glaube ich, gar nicht so vorstellen. Das ist wirklich richtig heftig. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich bin auf dem Weg zum Foliencenter. Mein Auto wird wieder neu foliert. Und es ist immer noch der Audi A6. Und erstmal die Frage, warum eigentlich noch der Audi A6? Für viele Leute ist das total komisch. Irgendwie so, du hast immer noch den Audi A6? Der ist doch schon 6 Jahre, aber den hast du schon seit 6 Jahren. Warum fährst du den denn noch? Der ist doch total alt und alles Mögliche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Einstellung, die suggeriert wird von vielen YouTubern, ach, ich hole mir jeden Monat ein neues Leasingfahrzeug und so, wenn sie es machen wollen, alles gut und schön. Aber ganz ehrlich, ich brauche dieses Image. Natürlich ist es geil, immer ein neues Fahrzeug zu geben, aber ey, ohne Scheiß, so schnell kannst du das Geld einfach nicht verbrennen. Da bin ich ein bisschen der Schotte und bin ein bisschen, ich will nicht sagen geiziger, aber ich habe den Wagen, machen wir mal Real Talk hier von der Straße, ich habe den Wagen damals für 27.000 Euro gekauft, Cash, habe ich gesagt, hier, Cash ist am Flowen, werfe ich euch das Geld auf den Tresen, so jetzt mal kurz gucken, von wo hier was kommt. Von vorne, glaube ich. Buongiorno. So. Werfe ich euch das Cash hier auf den Tresen und habe die Karre geholt. So. Audi A6, 3 Liter TDI, Quattro, bombastisch. Limousine, also nicht mit Kofferraum, nicht mit kein Kombi. Finde ich geil. So. Ein bisschen Scheiben getönt, okay. Dann bin ich hingegangen und habe so Besonderheit gemacht. Hier war eine, wie ich fand, eine schlechte Anlage drin und bin hingegangen, habe mir erstmal eine schöne Soundanlage hier reingehauen. Schön allem möglichen drum und dran, Subwoofer, Endstufen ein paar, ein bisschen neue Boxen, alles schön, dass hier ein richtig schöner, saftiger Bums ist. So, dann bin ich hingegangen, habe mir gedacht, so hey, als YouTuber, wenn du halt irgendwie mal sagst, du hast da eine dicke, fette Anlage drin, brauchst du auch eine Alarmanlage. Also eine vernünftige Alarmanlage geholt mit Handy-App und tralala und hin und her. Alles Bombe. So. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ey, es reicht mir immer noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen mehr. Hab Chip-Tuning machen lassen, hab den ein bisschen tiefer legen lassen, hab so ein bisschen was für den Spaß geholt. Ein bisschen was für den Sound. Und bombastisch. Bombastisch, macht mega Laune das Gefährt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mir einen neuen Wagen holen würde, klar ist der moderner, klar habe ich dann hier so eine, was weiß ich, Panoramascheibe und. Aber letztendlich ist das doch so ein bisschen besten Dank. Reißverschlusssystem, ne? Ich könnte euch so alle aus der Karre ziehen. Ne? So, aber natürlich ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hänge an dem Auto. Es macht Spaß, mit dem zu fahren. Natürlich macht es auch Spaß, mit einem neuen Sportwagen zu fahren, etc. Aber wie schon gesagt, so schnell kannst du das Geld gar nicht verbrennen. Und ich finde, wir leben schon in so einer Wegwerfgesellschaft, wo du einfach, egal was, ey, scheiße, weg, neu. Und ich bin eine etwas andere Generation. Ich bin 38 Jahre und ich habe gelernt, mit meinen Spielzeugen umzugehen. Das heißt, er kriegt mal eine Motorwäsche, das heißt, da wird immer schon ein bisschen rechtzeitiger der Ölwechsel gemacht. Gut, ich mache das nicht selber, weil ich davon zwei, ich habe da definitiv ganz klar zwei linke Hände. Aber ganz ehrlich, ich pflege mein Vehikelchen. Und für mich macht ein neuer Wagen einfach keinen Sinn. Da habe ich jetzt einfach mal fast 4 Minuten drüber gelabert. Und wenn das andere machen, hey, können sie gerne machen, ist mir egal. Ich bin froh mit meinem Auto. Ich habe jetzt hier, ich glaube, 200, ich weiß gar nicht mehr, wie viel PS. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel PS. Der fährt seine 200, 290 fährt er knapp, nicht ganz.
hab da ein bisschen Glück gehabt hier mit dem Getriebe. Alles geil, alles Bombe, alles Zückerli. Und das finde ich auch okay, das finde ich auch gut. So, warum soll ich mir jetzt einen neuen Wagen holen? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wieso, weshalb, warum ich mir irgendeine Karre leasen soll oder was weiß ich, keine Ahnung. Brauche ich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich richtig saftig das Cash am Flowen hätte im fünfstelligen Bereich, ich glaube, dass ich mir dann einen Tesla holen würde. Ich glaube, das wäre so das einzige Fahrzeug, was mich so momentan interessieren würde. Tesla Modell S, gib ihm. Oder ich weiß nicht, was da noch schon neue Modelle gibt. Aber ich glaube, ein Tesla wäre die Wahl. So. Und nichts anderes. Ich wüsste jetzt nicht irgendwie eine andere Möhre, wo ich sagen würde, ja gut, alles klar, die wird zu holen. Ich hätte auch Bock auf einen 69er Dodge Charger. Das Problem ist aber, wenn du so eine Karre hast, dann musst du richtig das Cash haben oder du musst ein Schrauber sein und beides habe ich nicht. Ne? Ich bin kein Schrauber und ich habe auch nicht so dermaßen das Cash on Flow, dass ich da die Kohle ausgebe. Und das wäre halt so ein wirkliches Fun-Car, einfach so ein bisschen blub, 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 ne? Das ist nicht. So. Lirum larum. So, warum eine neue Folie? Kommen wir dazu, zum nächsten Punkt. Ich habe vor 4 oder 5 Monaten, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das her ist, hatte ich 2 Autounfälle an einem Tag. Und zwar sind mir 2-mal Leute in mein Auto gefahren. Und zwar sind mir Leute in mein Auto gefahren. Einer auf der rechten Seite. Da bin ich in einer Rechtskurve lang gefahren. Ein älterer Herr ist aus einer Parklücke rausgekommen, hat mich nicht gesehen und ist mir hinten reingefahren. Also alles klar. Ich bin sogar hab noch versucht auszuweichen, hat aber nicht mehr geklappt. So. Ich mit der Karre zum Sachverständigenbüro, alles aufgenommen, tralala, hin und her. Der Unfall wurde aufgenommen, Grüße gehen raus. Unfall wurde aufgenommen, die haben alles gemacht, Bombe. Der ältere Herr war bei der Huck Coburg versichert, möchte ich an dieser Stelle mal Props raushauen. Ohne irgendwelches Gemeckere, ohne irgendwelches Gezetere, ratzfatz die Kohle überwiesen, gesagt, ja, hier der Unfallverursacher, unser Versicherungsnehmer war schuld, ganz klar, Schaden ist geil protokolliert worden, alles cool. Passt die Summe, Geld überwiesen. Wie viel lassen wir mal im Raum stehen? 4.500, ne? So. Dann, jetzt kommt der Knaller. Ich abends zu Hause, fährt bei mir auf meinem Parkplatz, fährt mir einer wieder in die Karre. Auf der anderen Seite. Ja gut, alles klar. Versicherungsdaten ausgetauscht, ich in die Werkstatt, der Schaden wurde aufgenommen. Ein Schaden von 1.900 Euro. Irgendwie sowas, glaube ich. Ich verrate die Versicherung nicht, aber die Versicherung waren wirklich richtige, richtige Bastarde. Die haben nämlich sich einfach mal akkurat 4 Monate Zeit gelassen, um irgendwie was zu zahlen, um irgendwie überhaupt mal aus der Pötte zu kommen. Es fing damit an, dass ich die versucht habe zu kontaktieren. Ja, nee, der Versicherungsnehmer muss uns Bescheid sagen und dann melden wir uns bei Ihnen. Alles klar. So, dann kam der nächste Punkt. Der Versicherungsnehmer hat sich gemeldet bei denen und die haben mich versucht, postalisch zu erreichen. Allerdings kam bei mir kein Brief an. Und das Ganze 4-mal nicht. Natürlich, werfe ich ja weg, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also schon mal richtig reingeschissen. Dann wurde das Gutachten rausgehauen. Oh nee, da müssen wir nochmal nachgucken. Da müssen wir nochmal hier, müssen wir nochmal gucken, wie das aussieht. Junge, du bist aber auch mal... Buongiorno, ey. So, müssen wir nochmal gucken, wie das aussieht. Ne? Da können wir ja nicht... ich glaube nicht, dass das so ganz richtig ist. Hau nochmal einen Sachverständigen raus. Und der sagt, na also 1.900 Euro kostet das nicht. Das kostet 1.865 Euro. So, das dauert aber dann erstmal wieder Wochen und Monate und Tage und Jahrzehnte gefühlt.
bis die dann irgendwie was machen. So. Dauert einfach nur ekelhaft lange. Ende vom Lied war, ich musste bestätigen, dass ich das akzeptiere, dass ich sage, okay, alles klar, wir gehen diesen Verlust an, das ist in Ordnung für uns und fertig. So, also Kohle überwiesen, es kann repariert werden, endlich mal. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, die Folie für mein Auto gibt es nicht mehr. Das heißt, die Folie, die ich damals drauf hatte, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das Grün ist nicht mehr so verfügbar. Na gut, alles klar. Wird halt eine neue Folie ausgesucht. Ich habe mir eine neue Folie ausgesucht und bin jetzt gerade auf dem Weg zum Foliencenter, um die Folie drauf machen zu lassen. Ich werde euch noch nicht verraten, warte mal. Kommt jetzt die Farbe wieder? Ich hoffe, dass das so okay ist. Bei mir sieht das sehr bläulich aus wegen dem Tunnel. So, ich werde euch noch nicht verraten, was das für eine Farbe sein wird. Wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, ist er fertig foliert. Und dann werde ich natürlich euch mitnehmen und mit der Kamera dahin. Und dann werde ich euch zeigen, wie mein Auto dann aussieht. Also sprich, dann werdet ihr das fertige Produkt werdet ihr dann sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich über die Kosten reden darf. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Muss ich mal in Erfahrung bringen. Und dann schauen wir mal. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, wie eure Meinung zum Thema Auto ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und ich würde sagen, in diesem Sinne bin ich raus. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Und ja. Auf geht's zum Foliencenter NRW. Tschüss.